Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HRS unterwegs mit. Ich befinde mich hier in Frankfurt und werde jetzt gleich auf Katrin Wachholz treffen. Katrin Wachholz ist eine Gründerin aus Hamburg. Sie betreibt dort eine PR- und Eventagentur und ganz nebenbei hat sie auch noch die Initiative ergriffen und Women's Connect gegründet. Und Women's Connect ist genau das Stichwort, denn dieses Event möchte sie auch gerne hier nach Frankfurt holen und da werde ich sie mal begleiten, wenn es darum geht, die passende Location dafür zu finden. Ich bin gespannt und freue mich wahnsinnig und nehme ich euch alle mit. Du bist jetzt auf der Suche nach den richtigen Räumlichkeiten für das nächste Women Connect Event. Wonach ganz genau suchst du im Expliziten? Im Prinzip ist es für uns wichtig, dass wir eine Location finden, die über einen Get-Together-Bereich verfügt, wo wir die Bar aufstellen können beispielsweise und man netzwerken kann. Und im zweiten Schritt ist natürlich ein Tagungsraum spannend, der in einer Bestuhlung bestuhlt werden kann, wo auch eine Bühne möglich ist. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal together, ob wir einen Raum für ein Get-Together finden. Los geht's! So, wir befinden uns nach wie vor hier im 25 Hours The Trip in Frankfurt und Katrin und ich befinden uns jetzt im Sea Shepherd Raum hier, ziemlich abgefahrene Location. Hier in den Sea Shepherd Room sind wir zu Fuß gekommen, aber wie bist du denn dorthin gekommen, wo du heute bist, beruflich? Ja, ursprünglich habe ich ja Hotelfach gelernt und bin dann eine Zeit lang in diesem Dienstleistungssektor geblieben. Danach war ich in der Rechtsanwaltssozietät für Marketing und Eventmanagement zuständig und habe danach die beiden Berufe quasi miteinander kombiniert und die Agentur gegründet. Und in dieser Marketingagentur habe ich die Möglichkeit, auch noch den PR-Bereich auszubauen. Also von daher ist von allem etwas dabei. Was genau hat es eigentlich mit Hamburg Women Connect auf sich? Es geht darum, Frauen in Führungspositionen miteinander zu vernetzen. Und gerade diese Damen sind natürlich sehr beschäftigt und interessieren sich nicht für diese typischen Frauenthemen. Und deshalb nehmen wir halt ganz andere Themen, künstliche Intelligenz beispielsweise, Digitalisierung. Dann geht es um Unternehmensnachfolge. Und das sind eigentlich die Kernaufgaben unsererseits, dass wir halt eine Plattform schaffen, wo Frauen branchenunabhängig sich miteinander gleichgesinnt sozusagen austauschen können. Also auf alle Fälle eine ziemlich abgefahrene Location hier, ne? Hat man mit Sicherheit nicht alle Tage. Jetzt gehen wir aber zur nächsten Location. Ja, würde ich sagen. Ja, gut. Vorher muss ich aber noch ein Insta-Foto machen, weil ich habe gehört, hier gibt es Schwarzlicht und da sind die Zähne weiß. Ein fluoreszierender Gang. Komm, machen wir und dann geht es direkt weiter. Ich Alles bin gespannt. Klar. So, wir sind jetzt im nächsten Hotel angekommen, im Le Meridien Frankfurt. Was genau geht hier jetzt ab? Also ich werde mich jetzt mit dem Director of Sales treffen, zusammen mit meiner Mitarbeiterin, der Ann-Kathrin. Und wir besprechen die Möglichkeiten, die dieses Hotel für unsere Kunden oder unsere eigene Veranstaltung bietet. Und ich habe gehört, dass dieses Haus mittlerweile auf Platz 3 von der Gastronomie bei TripAdvisor steht. Die haben wohl so ganz spezielle Grill-Barbecues und so weiter. Ja, bin ich gespannt drauf. Das heißt, du wirst auf alle Fälle auch noch ein Abendessen mit einrichten? Ich glaube, es geht woanders hin danach. Ah, okay, dann bin ich mal gespannt. Und wir werden natürlich wieder mit dabei sein. Ich kenne es selber von mir, wenn man viel unterwegs ist und auch viel in Hotels nächtigt. Es gibt ja so ein paar Sachen, die spielen sich dann einfach ein. Man könnte auch sagen, Marotten entstehen. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das mache ich als allererstes, wenn ich ins Hotelzimmer gehe und keiner bekommt es mit? Ein paar tatsächlich. Ja? Zum Beispiel mit der Schlüsselkarte in den Häusern, wo ich dann absteige, ist es so, dass der Strom manchmal ausgeht, in dem Moment, wo man die Schlüsselkarte rauszieht. Und dementsprechend habe ich immer zwei, die ich mir geben lasse und eine lasse ich drin. Und dann kann man noch die mobilen Endgeräte laden und dann trotzdem zum Frühstück gehen. Clever. Und bestimmte Gadgets, die du benutzt, Apps, die mit, also immer mit dabei sind, wenn es um Hotelbuchungen geht oder vor Ort zu sein? Tatsächlich die ganz gängigen. Also Instagram ist ein ständiger Begleiter, Facebook natürlich für Social Media, dann WhatsApp logischerweise, aber auch eine Gruppe fürs Team, die wir dann nutzen. Und wichtig ist mir halt, ich bin Allergikerin, deswegen habe ich eine Allergiker-App und schaue mir halt immer an, wo gerade welche Pollen fliegen, damit ich auch das Richtige packe. Und machst du irgendwas anders als, was ist das denn? Sind das Konkurrenten für dich oder Mitbewerber? Machst du was anders als die? Genau, das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie andere arbeiten, aber ich komme halt aus der Branche ursprünglich und glaube, ich sehe halt anders Dinge.
Also okay. Ich erkenne dann doch schon von der Pike auf halt, was gut läuft, was nicht läuft. Und dann weiß ich in dem Moment, wo ich sehe, da sind ein paar Defizite, dann versuche ich die halt bei der Veranstaltung schon im Vorwege zu klären, um dann da nicht aufzulaufen. So, das war der erste Tag bei Unterwegs mit in Frankfurt. Wir haben jetzt quasi Feierabend. Was machst du an einem typischen Feierabend? Wenn ich Feierabend habe, ja, das ist manchmal der Fall. Und dann bin ich meistens in Bars unterwegs und schaue mir ein paar Hotspots noch an. Es lässt einen ja auch nicht los, aber ist auch ein Hobby. Also von daher gucke ich mir schon die ein oder andere neue Location an. Okay, also ein paar Pläne gibt es auf alle Fälle. So, dann wollen wir nur hoffen, dass die Inspiration nicht zu lange dauert, weil morgen geht es weiter. Im zweiten Teil werden wir euch dann zeigen, was man in Frankfurt alles so erleben kann und was es für Secret Places gibt. Außerdem werden wir auch noch mal klären, wie man Feierabend hier in der Stadt am Main wunderbar planen kann. Das war's. Ich sage gute Wie und möchte euch noch bitten, hinterlasst gerne ein paar Kommentare hier unten. Like diesen Kanal oder shared ihn. Und das soll es gewesen sein. We'll be right back.